So, herzlichen Dank dafür, dass ich auch zum Kommunikationsthema mal direkt sprechen kann. Ansonsten bin ich meistens im Hintergrund tätig und kümmere mich darum, dass Veranstaltungen stattfinden und andere Referenten im Vordergrund stehen. Deshalb eine schöne Gelegenheit für mich hier auch über Kommunikation zu reden. Das Thema Wissenstransfer um den Wolf ist sehr komplex. Ich habe jetzt nur 15 Minuten Zeit, kann Ihnen also einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben und will zeigen, auf was wir gemeinsam im Land Baden-Württemberg achten müssen, dass diese Kommunikation zum Wolf gelingen kann. Ja, wie gesagt, ich komme heute Morgen aus der Veranstaltung gemeinsam mit Micha Hertfelder. Ob wir Frieden im Ländle haben, können Sie sicher den diversen Pressebeiträgen heute entnehmen. Das wird spannend für uns alle sein, wie der Prozess sozusagen auch von außen wahrgenommen wird. Ich möchte Julia Bauer noch danken, meine Kollegin im Team Wissenstransfer und Kommunikation, die mir geholfen hat, die Folien vorzubereiten. Sie ist leider heute nicht dabei. Was will ich Ihnen heute erzählen? Geschwindigkeit von Mensch und Wolf einfach mal in Relation setzen. Wann kam der Wolf zu uns? Wie haben wir Menschen in der Zeit agiert? Ich kann ein bisschen zurückgreifen auf meine Vorredner, was AG Luchs und Wolf betrifft, aber auch was das Vorkommen vom Wolf betrifft. Deswegen werde ich da schnell durchgaloppieren, dass wir mehr Zeit für die anderen Dinge haben. Kommunikation über den Wolf. Was bedeutet das? Was brauchen wir für Gesprächsgrundlagen, um in Baden-Württemberg über den Wolf zu sprechen? Dann möchte ich kurz eingehen auf Netzwerke, insbesondere auf die Netzwerke in den Fördergebieten, die ja jetzt gerade im Fokus stehen. Und Wissenstransfer und Kommunikation auf Landesebene kurz betrachten und auch auf der regionalen Ebene. Und dann freue ich mich, ich habe vorhin durchgescrollt, wer auch als Teilnehmer, als Zuschauer und Zuhörer hier mit dabei ist. Da sind diverse Verbände dabei. Deswegen ein Dialog im Chat ist schwierig, aber ich freue mich auch auf eine Reaktion quasi zum Prozess in The Land. Da greife ich jetzt mal die neue Kampagne des Landes auf, wie Sie den Prozess der Kommunikation betrachten im Land Baden-Württemberg. Gut, schauen wir uns die Geschwindigkeit an. Also erste Welpen in der BRD 2000 und dann macht es einen großen Sprung. Der Wolf sozusagen kehrt 2015 zu uns zurück mit zwei Todfunden und in der Folge passieren diverse Dinge. Die möchte ich jetzt gar nicht weiter benennen. Wichtig ist nur, es passieren viele Dinge zum ersten Mal und wir müssen darauf reagieren. Was macht der Mensch in der Zeit? Gründung AG Lux hat Micha Hertfeller erwähnt. Irgendwann kam der Wolf dazu, zumindest gedanklich. Das waren damals noch Trockenübungen. Auch wissenschaftliche Projekte der FOA unter Begleitung vieler Verbandsvertreterinnen und Vertreter haben stattgefunden, auf Landesebene, aber auch auf regionaler Ebene. Wolfsom wurde gegründet, ein Handlungsleitfaden wurde 2013 erstellt. Auch da noch kein Wolf im Blick. Wir haben 2015 sozusagen das neue JWMG hat keine direkte Verbindung zum Wolf oder keinen direkten Auftrag, aber die Wildtierbeauftragten, die insbesondere beim Thema Kommunikation ja eine Rolle spielen und somit hier aufgeführt sind als wichtiges Element auch in der Kommunikation und dem Wissenstransfer zum Wolf. AG Managementplan hat sich dann formiert, als sozusagen die Ereignisse zum Wolf auch zugenommen haben. Da hat man gemerkt, der Handlungsleitfaden zum Auftauchen einzelner Wölfe, der reicht uns jetzt nicht mehr. Wir müssen voranschreiten, wir müssen diskutieren und über die Probleme sprechen, die mit und die Herausforderungen, die mit dem Wolf verbunden sind, angehen. Dann durch die Ereignisse, durch den Nordschwarzwälder Wolf wurden Kulissen ausgewiesen, die erweitert, Herdenschutz im Aufbau, auch die starke Stärkung des Wissenstransfers an der FOA und landesweit. Wir haben Empfehlungen formuliert, die zunächst mal intern für Diskussionen gesorgt haben, Auseinandersetzungen, wie systematisieren wir den Wissenstransfer, wenn wir mehr Wölfe haben. Und einiges davon ist in den Managementplan mit eingeflossen. So, nun ist also die Frage, ich muss einmal kurz die Ansicht hier so, genau. Nun ist also die Frage, erhöht sich der Kommunikationsaufwand exponentiell mit der Entwicklung des Wolfes? Wir werden irgendwann Paare, Rudel, mehr residente Tiere haben, möglicherweise mehr Fördergebiete etc. Aktuell in Baden-Württemberg
passiert also vieles zum ersten Mal. Es löst Ängste aus, Aufregung und löst natürlich, verursacht einen erhöhten Kommunikationsbedarf. Gleichzeitig haben wir aber zum Zeitpunkt, da gibt es einige wissenschaftliche Untersuchungen aus den anderen Bundesländern, mit einer geringen Akzeptanz zu rechnen zum Zeitpunkt der Rückkehr. Denn da findet die Unsicherheit statt und der Gewöhnungsfaktor, der kommt erst dann wieder ein bisschen später, da beruhigt sich die Lage etwas. Viel Gesprächsbedarf gibt es unabhängig der Anzahl der Wölfe. Eine Proaktivität im Herdenschutz ist gefragt. Nicht ganz unabhängig der Anzahl der Wölfe, aber ein Stück weit unabhängig davon. Wir müssen Prävention betreiben. Kommunikation rechtlicher Rahmenbedingungen, das findet vor allem jetzt im Managementplan, hat es stattgefunden, dieser Prozess und die Diskussion darum, wie das ausgelegt werden kann. Das ist auch ein Stück weit unabhängig. Das heißt, wenn diese Dinge erstmal geregelt sind, könnte man sagen, ja gut, für einen gewissen Zeitraum hält es erstmal so. Was uns immer viel Arbeit beschert, und das ist natürlich ganz klar, ist, sobald irgendwo ein neuer Wolf auftaucht, in einer Region ein Wolf auftaucht, der zuvor da noch nicht war, löst es Unsicherheiten und viele Fragen aus. Das heißt, der Bürgermeister, der zum ersten Mal eine Wolfssichtung bei sich in der Gemeinde hat, der kommt natürlich auf uns zu mit vielen Fragen und wir müssen viele Antworten präsentieren und das auch wiederholen im Land. Das heißt, das wird in den nächsten Jahren ein großer Aufgabenbereich für uns sein. So, jetzt geht meine Präsentation nicht weiter. Jetzt. Also, was ist Kommunikation überhaupt? Wir brauchen andere Menschen zur Kommunikation. Ganz klar, allein kann ich nicht kommunizieren. Ohne Kommunikation mit anderen Menschen gibt es auch keine Kommunikation über den Wolf. Und während wir miteinander sprechen, rückt das Thema Wolf auch ein bisschen in den Hintergrund. Also wer miteinander von Mensch zu Mensch kommuniziert, entwickelt auch seine eigene Sichtweise und entwickelt die im Laufe der Zeit möglicherweise auch weiter. Was man beachten muss, im Zusammentreffen über den Wolf kann eine komplexe Gruppendynamik entstehen. Das heißt, es ist wichtig, darauf zu achten, wenn wir miteinander in Dialog gehen, an einen Tisch sitzen, dass das Setting sozusagen stimmen muss. Nicht überall ist es möglich zu diskutieren, ohne dass etwas eskaliert. Hier nochmal ganz kurz. Ich möchte das Beispiel nennen, was auch was der Titel von Lauras Vortrag vorhin war, um einfach kurz zu signalisieren, was bringen wir für Botschaften mit, wenn wir miteinander sprechen. Denn nicht nur der Inhalt zählt, sondern wir bringen vieles mit, wenn wir uns an einen runden Tisch setzen, um über den Wolf zu sprechen. Natürlich einen gewissen Sachinhalt, aber auch, wer bin ich? Wer ist mein Gegenüber? Wie sehe ich den anderen und was will ich denn erreichen mit meinem Statement? Und jetzt bringe ich dieses Beispiel mit, Wölfe fressen kein Gras. Zunächst mal, ja klar, eine biologische Aussage, klar fressen Wölfe kein Gras, das ist ja ganz klar. Aber wenn ich dann das in den Kontext setze, hat das ein ganz anderes, hat das, kann ich damit was, als Empfänger kann ich damit was anfangen, ja? Also das ist ein Weidetierhalter, das ist eine Interessensgemeinschaft, dann verstehe ich diesen Satz in dieser Form, Wölfe fressen kein Gras, ja, dann kann ich das einordnen. Wenn wir also über den Wolf sprechen, ist es ganz wichtig, dass wir uns, wenn wir uns an einen Tisch setzen, für Dialog offen sind, eine Offenheit haben. Und ich muss mit einer lösungsorientierten Haltung an diesen Tisch setzen. Und zudem ist auch wichtig, welche Personen am Tisch sitzen, die Vertrauen genießen aus der Gruppe, die sie vertreten, beispielsweise. Im Prozess der Entwicklung des Managementsplans haben wir im Bereich Wissenstransfer und Kommunikation alte Protokolle ausgearbeitet, aufgearbeitet von regionalen Foren, von großen Veranstaltungen, von Workshops mit Verbänden aus der Anfangszeit der AG und haben so vorformuliert Leitlinien zur Kommunikation, wie möchten die Beteiligten selbst miteinander umgehen. Und wir haben das weiterentwickelt und mit der Arbeitsgruppe abgestimmt. Und diese Leitlinien finden sich jetzt in ein bisschen ausführlicherer Version, wie ich sie hier jetzt darstelle, auch im Managementplan wieder, was ein Stück weit ein Novum ist. Bisher haben wir die Ausführlichkeit des Themas in keinem anderen Managementplan in Deutschland so vorzufinden. Also Grundlage für den Dialog muss sein, wir nehmen uns mehr Zeit für Kommunikation und wir gehen davon aus, dass Gesprächspartner gleichberechtigt sind. Wir erkennen an, es gibt vielfältige Interessen, Überzeugungen und die reale Betroffenheit bezüglich der Wiederkehr von Großbeutegreifern wird von allen anerkannt.
Beteiligung. Konflikte und Herausforderungen werden transparent aufgezeigt und wir nehmen wahr, dass Konflikte Bestandteil dieses runden Tisches sind und ein Stück weit zum Alltag werden, denn die Konflikte auszublenden würde in dem Sinne ja würde keinen Sinn machen. Respekt. Extrempositionen können existieren, die Bereitschaft zur Konfliktlösung ist an sich aber schon wertvoll und wird von den anderen anerkannt. Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass die eigene Position dazu verändert wird. Wir brauchen eine einheitliche Gesprächsgrundlage, das haben die Kollegen vorhin vorgestellt. Wir brauchen die Ergebnisse aus dem Monitoring, egal für welche Managemententscheidung. Wir brauchen Forschung und Management und es wird allen zugänglich gemacht, diese Informationen und diese Ergebnisse. Wir müssen vertrauensvollen Umgang miteinander pflegen, zwischen den Behörden, ganz wichtig, wichtiger Punkt im Management, aber natürlich auch zu und mit den betroffenen Menschen. Und der siebte Punkt, den hatten wir ursprünglich nicht eingereicht, der wurde insbesondere von den Verbänden nochmal ganz als notwendig signalisiert und deshalb steht er jetzt da drin, deswegen möchte ich es explizit nochmal erwähnen, die emotionale Belastung der betroffenen Bevölkerungsgruppen wird anerkannt. Das war insbesondere den direkt Betroffenen, also den Nutztierhaltern, ein sehr wichtiger Aspekt, der explizit nochmal genannt werden soll. Hier sehen wir jetzt ein Beispiel von einer der Leitlinien, gelungene Kommunikation. Das ist eine Beratungssituation von Laura Huber-Eustachy mit einer Kollegin Pia Hartmann. Ein Tierhalter lässt sich beraten, an seiner Hauswand hängt aber das Schild Weidetiere statt Raubtiere. Also diese Leitlinie, ich muss meine Position nicht unbedingt verändern, kann mich trotzdem informieren und werde neutral und sachlich beraten. Die gilt für uns und gilt aber auch für viele, die uns anfragen. Jetzt möchte ich einen Schwenk machen zu den Netzwerken. Wozu brauchen wir die eigentlich? Die sind der Rahmen für die Kommunikation. Die tragen langfristig zur Verbesserung der Kommunikation bei, fördern eine effektive Nutzung von Ressourcen, dienen der Vermeidung von Doppelstrukturen, helfen uns, Expertenwissen zu bündeln. Wir können von anderen lernen. Wir sorgen für eine einheitliche, geschlossene Sprache nach außen, sind uns einig und tragen so dazu bei, dass wir Vertrauen aufbauen zwischen uns innerhalb der Gruppe und auch vielleicht ein Vertrauen nach außen. Wir müssen das aber aufbauen, wir müssen das pflegen und wir müssen es koordinieren. Wenn uns das gelingt, dann können wir eine Arbeitsentlastung dadurch bieten oder erfahren und wir können die Handlungsfähigkeit gemeinsam verbessern, gemeinsam vorankommen. Kurz einen Blick in den Managementplan geworfen. Hier ist das Organigramm zu sehen, wer sich um das Management kümmert. Wir haben hier einerseits die Beteiligungsgruppen aus den Verbänden, die AG Lux und Wolf, vorhin schon benannt. Es gibt aber auch die Koordinationsgruppe Wolf. Dann haben wir ein sehr großes Netzwerk im Land in der Verwaltung, die sich um das Management des Wolfes kümmern, von der Förderung bis zu Managemententscheidungen oben in Stuttgart. Es reicht aber nicht nur ein Netzwerk, sondern wir müssen uns sozusagen in Management und Co-Management aufteilen, aber gleichzeitig auch verknüpfen. Wir brauchen ein Alltagsnetzwerk, aber auch ein Krisennetzwerk, das sich trifft in besonderen Situationen, aber auch eine Alltagsroutine schafft, denn die schafft das Vertrauen, um dann die Krise auch auszuhalten. Was sind also die Herausforderungen auf Landesebene? Die Aktivität ist abseits der Krise. Was machen wir denn, wenn es jetzt gerade gut läuft? Also wenn gerade Frieden im Ländle ist, treffen wir uns dann nicht und treffen uns erst wieder, wenn die Krise kommt. Das wäre vielleicht gar nicht so sinnvoll. Wir müssen also eine Alltagsnormalität herstellen und eine Art Verstetigung auf den Weg bringen, damit wir, weil wir lange mit dem Wolf zu tun haben werden, uns auch immer wieder treffen. Die Teilnetzwerke müssen gut zusammenpassen und der Informationstransfer bis in den letzten Winkel von Baden-Württemberg, bis in den letzten Ortsverband ist natürlich auch wichtig. Also das Ganze muss durchsickern, was wird oben in Stuttgart oder im Stuhlkreis XY besprochen. Eine große Herausforderung aus unserer Sicht ist auch, wie kommen wir dahin, nicht Verbandsorganisierte mitzunehmen. Es gibt viele Tierhalter, die in keinen Verbänden organisiert sind. Es gibt Interessierte zum Thema oder laute Stimmen auch zum Thema Wolf. Wie kriegen die mit, wie einig sich die AG Wolf, Lux und Wolf ist oder wie uneinig sie sich ist und was sie diskutiert. Wir müssen diejenigen mit abgreifen in der Kommunikation und dem Wissenstransfer und erreichen, die nicht in den Verbänden organisiert sind.
Jetzt nehmen wir den Blick in die Landkreise hinein. Wir haben nach Ausweisung der Fördergebiete jedem Landkreis das Gespräch angeboten, jedem Landkreis ein Netzwerktreffen angeboten und haben sie auch in Austausch gebracht mit benachbarten Netzwerken oder auch mit erfahrenen Netzwerken wie im Nordschwarzwald, wo der Wolf ja schon einige Zeit unterwegs ist. Und so haben wir jeder Landkreis, also ich glaube fast jeder Landkreis, einige Stadtkreise haben es nicht wahrgenommen, aber die allermeisten haben dieses Angebot wahrgenommen. Und so haben wir ein Best-Practice-Modell quasi entwickelt, welches Netzwerk gut funktionieren kann und welche Akteure ich dazu brauche und welche Schlüsselpersonen es dazu braucht. Da gehört die unsere Naturschutzbehörde dazu, Wildtierbeauftragte, die Baubehörde spielt beim Zaunbau eine wichtige Rolle, Veterinärbehörde, LEVs, unsere Landwirtschaftsbehörden und die Forstbehörden. Darüber hinaus hat jeder Landkreis ja ein großes weiteres Netzwerk innerhalb der Landkreisbehörde, von der Pressestelle bis zur Landrätin, aber auch Polizei, kommunale Akteure wie Bürgermeister, Sprengel etc., Regierungspräsidien bei FFH-Gebieten zum Beispiel spielen eine Rolle im Herdenschutz und so weiter. Also die dezentralen, auf regionaler Ebene stattfindenden Gespräche sind sehr wichtig, aber auch komplexe Strukturen. Und was haben wir hier für Herausforderungen? Kein Landkreis ist wie der andere. Verwaltungsorganisation, Topografie, Anzahl der Tierhaltenden, welche Tierarten sind da vorhanden etc. spielt eine Riesenrolle. Auch die Einstellung der Landkreisbehörde oder der Akteure vor Ort spielt eine Rolle. Manchmal sind Schlüsselpersonen nicht installiert. Wenn ich keinen Wildtierbeauftragten habe oder den nur mit 10%, ist es schwierig, ihn in der Außenkommunikation einzusetzen. Das hat natürlich Auswirkungen. Die Sensibilisierung, auch die Proaktivität ist sehr unterschiedlich und aber teilweise auch abhängig vom Wolf. Nehmen wir das Beispiel Stadtkreis Freiburg, nachdem der Riss in Merzhausen war, ist der Freiburger Stadtkreis ideal aufgestellt in seinem Netzwerk, weil er hat was erlebt, was er kein zweites Mal erleben möchte. Ja? Nicht genau zu wissen, was wir zu tun haben. Die Expertise ist noch abhängig von persönlichem Interesse von Einzelakteuren. Beispielsweise, wer nimmt denn eine Herdenschutzschulung wahr? Wer schult sich denn innerhalb seiner Sachbearbeitungsstelle beispielsweise? Da müssen wir noch eine Professionalisierung erreichen. Beschäftigung mit dem Thema Netzwerke ist abhängig von Rissereignissen, hatte ich gerade schon gesagt, beim Thema Freiburg. Also zurück zum Titel, gelungene Kommunikation in Stuttgart, Frieden im Ländle. Nach heute Morgen würde ich jetzt sagen, Frieden ist im Moment sozusagen ein Zustand, ein jetziger Zustand, der sich aber natürlich jederzeit ändern kann. Denn mit Veränderungen auch im Land kommen die Diskussionen wieder auf, kommen neue Diskussionen auf. Wir brauchen also Netzwerke, die ein Stück weit auch resilient sind, das auszuhalten und lange dabei zu sein. Ich möchte noch mal ganz kurz in die Fläche gehen. Und zwar haben wir eine Bachelorarbeit mitbetreut, die viele Interviews geführt hat in Gebieten des Südschwarzwaldes. Und das ist nochmal so ein Statement, das ich mitgeben möchte, dass wir, wenn wir auf der Fläche unterwegs sind, immer auch mit Konflikten zu tun haben. Ich lese einfach mal vor. Also ich glaube, da braucht es einfach das Vertrauen dazu und Vertrauen ist immer Teil von Wertschätzung. Und solange mir, sage ich jetzt mal, ausgefragt werde, ohne dass da irgendeine Wertschätzung entgegenkommt, ist gar kein Vertrauen bilde und dann ist auch keine Zusammenarbeit möglich. Dann ist das der Naturschutz und das der Landwirt. Also fehlendes Vertrauen in Regierung und Management ist eine der Top-Herausforderungen im Wolfsmanagement europaweit. Da wird Karl Grossmann mit Sicherheit im Anschluss darauf eingehen. Und dieses Statement zeigt es einfach handfest. Da gibt es große Herausforderungen, die möglicherweise gar nichts mit Wolf zu tun haben. Und jeder Mangel an Kommunikation und Vertrauen wird aber in der Problematik des Wolfes sichtbar. Also was kommt da jetzt noch auf uns zu? Paarbildung, Rudel, wir müssen diskutieren über Zumutbarkeit. Was sind unsere Ziele also in der Kommunikation? Eine belastbare Gesprächsgrundlage bereitstellen, Wissenschaft meets Praxis, belastbare Netzwerke aufbauen, Resilienz ist da auch ein Thema, Verlässlichkeit gewährleisten als Ansprechpartner in ganz Baden-Württemberg. Das wollen wir natürlich auch, deswegen brauchen wir auch dezentrale Netzwerke, um schnell vor Ort zu sein und sachlich und fachlich gut informieren zu können. Denn Schnelligkeit spielt da auch eine Rolle.
Als letzte Folie, ich habe mich durch die neue Kampagne des Landes durchgescrollt und habe diese Seite gefunden. Ich habe ein bisschen Text davon ausgeblendet, aber es passt als Diskussionsgrundlage sicherlich gut. The Land, Discover the Land, Baden-Württemberg vereint Gegensätze. Das geht nicht zusammen, doch in the Land. Und das, denke ich, ist eine gute Diskussionsgrundlage, ob das auch beim Thema Wolf und Mensch und Weidetierhaltung in Baden-Württemberg funktioniert. So, das war's von mir. Vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder freigeschaltet. Herzlichen Dank an die Kolleginnen. War auch noch gerade im Off und danke dir, Johanna, dass du das gut gemeistert hast, die Kommunikationsbarrieren. Also, ich könnte mir denken, wir haben das vorher lang geübt, um so eine Panne einzubauen, damit man sieht, wie man sich aus Kommunikationsbarrieren wieder herauszieht. Also, hat gut funktioniert. Wir haben doch relativ ein bisschen Zeit verloren, aber ganz so dramatisch war es nicht. Ich hatte mir auch die Frage von Herrn Herold notiert gehabt, der wissen wollte, was denn die Koordinationsgruppe Wolf ist und wer da beteiligt ist. Vielleicht kannst du da als erstes mal drauf eingehen. Ja, die Koordinationsgruppe Wolf, die trifft sich bedarfsorientiert mindestens alle 2 Jahre auf Einladung der obersten Naturschutzbehörde. Und sie berät über grundlegende Aspekte und Neuerungen des Wolfsmanagements im Land, zum Beispiel bei der Überarbeitung des Wolfsmanagements. Und aktuell gehören diverse Verbände dazu, um die 30 nachzulesen im Managementplan. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen ausführen für alle, die nicht so in der engeren Szene drin sind, warum das jetzt überhaupt so kompliziert ist. Also wir gehören jetzt ja als LVA eigentlich zum Landwirtschaftsministerium. Jetzt arbeiten wir aber dann auch mal fürs Umweltministerium. Also vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufdröseln, warum so ein Behördenwirrwarr da letztlich hinten dran steht, gerade wenn es um den Wolf geht. Naja, zum einen haben wir das Landwirtschaftsministerium. Die Tierhaltenden sind über die Landwirtschaft organisiert. Das heißt, wir brauchen das Ministerium für ländlichen Raum, aber gleichwohl unterliegt der Wolf dem Artenschutz. Und so brauchen wir das Umweltministerium gleichermaßen. Und in der AG Luchs und Wolf und auch in der Koordinationsgruppe sind beide Teile ja mit integriert. Und wir in der Politikberatung, so als auch in Arbeitsgruppen müssen wir beides immer mit berücksichtigen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann zielt die Kommunikation ja ganz stark darauf ab, einerseits so ein Wissensangebote zu machen und dann diese Netzwerke zu etablieren und eben, wie du schön gesagt hast, resilient zu machen. Und gleichzeitig findet die Erregung, ja, haben wir vorher gehört, auch von den Kolleginnen ganz oft in den sozialen Medien statt. Also macht ihr überhaupt den Versuch, dort auch Präsenz zu sein und solchen Erregungswellen zu begegnen, oder muss man das einfach tolerieren und laufen lassen und konzentriert sich dann auf das Ansprechen von leichter greifbaren Akteuren, auf das Vernetzen von Institutionen und solchen Dingen? Also letztendlich gibt es 2 Antworten darauf. Die eine ist eine wissenschaftliche. Es gab viele Auswertungen, welche Medien vertrauensvoll wirken, die Vertrauen bilden. Und es sind nach wie vor die Konservativen, zum Beispiel das Fernsehen. Fernsehen, Zeitungen, verlässliche, traditionelle, konservative Medien schaffen Vertrauen und auf die konzentrieren wir uns auch, eben weil sie den Mehrwert bringen in der Vertrauensbildung. Der andere Aspekt sind die Kapazitäten. Wir können nicht uns den Raum geben, uns auf Facebook, Instagram, sonst wo zu tummeln und alles kommentieren und bearbeiten, weil da ist sehr viel unterwegs. Aber ein wissenschaftliches Interesse ist schon da, sich auch diese Felder mal anzugucken, eben auch, weil wir dort Leute finden, die wir über andere Kanäle nicht erreichen. Also wie funktionieren solche WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen und so weiter? Das ist eine Frage für die Zukunft, der ich mich gerne mal widmen würde. Aber aktuell ist es nicht so. Was wir aber tun, sobald es sozusagen an Personen, wenn Personen bei uns angegriffen werden, falsch zitiert werden, etc., dann reagieren wir in Absprache mit unseren Pressestellen an der FVA oder im Umweltministerium. Das machen wir aber nur in Einzelfällen. Ja, ganz herzlichen Dank für die Diskussion und für den Vortrag und danke, dass du die technische Panne, die wir hatten, gut gemeistert hast. Und wir haben immer noch ein stattliches Publikum, von daher ist es gut fortzufahren und wir wollen das tun. Halt, bist du noch kurz da? Jetzt haben wir noch eine Frage, die nehmen wir noch schnell mit.
zu den Personen vor Ort. Dann frage ich noch nach dem Wildtierbeauftragten. Allerdings, ich lese jetzt einfach vor, allerdings ist dieser ja im JWMG definiert und in der Regel Teil des Forstamtes bzw. der unteren Jagdbehörde. Insofern ist die Rolle der WTB in Bezug auf den Wolf tatsächlich nicht rechtlich definiert. Also kannst du darauf nochmal eingehen? Also da leiten sich Institutionen aus dem Jagdrecht ab, die nicht für, nee, die für eine Tierart, die nicht dem Jagdrecht unterliegt, trotzdem Dienstleistungen erbringen. Also kannst du dazu noch was sagen? Das geht dann jetzt gerade noch weiter in der Frage, auch mit Blick auf den Herdenschutz, auf die Beratung der Tierhalter. Sind das wirklich alles Felder, wo die WTBs die richtigen Ansprechpartnerinnen sind? Genau, also der Herr Winkler spricht da natürlich was an. Genau deshalb brauchen wir ja die Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, sowohl auf Ebene in Stuttgart als auch in den Landkreisbehörden, wo es ja durchaus an der Tagesordnung ist, sich gemeinsam auseinanderzusetzen mit den Themen vor Ort. Der WTB, der geht da nicht mit einem UM-Hut raus oder mit einem MLR-Hut, wenn er vorher noch nicht weiß, ob das möglicherweise ein Luchsriss war. Ja? Also dann kann er ja nicht sagen, ich fahre jetzt nicht raus. Also wird das trotzdem tun. Außerdem und ganz wichtig an dieser Stelle ist, er hat nicht den direkten Auftrag für den Wolf zu agieren, sondern er hat den direkten Auftrag und die Aufgabe der Wildtierbeauftragte im Monitoring, die FVA zu unterstützen. Und da ist der Anknüpfungspunkt zum Wolf letztendlich.